Ein herzliches Willkommen zurück zu Train Simulator 2022, denn ich spielt das. Wir fahren jetzt oder heute den zweiten Teil von Zug Simfan, dem Szenario von Felix der Weise. Und wir werden heute abermals ein ICE übernehmen. Und zwar, guten Morgen, Lokführer. Sie übernehmen am heutigen Wintermorgen kurz vor Weihnachten in Nürnberg Hauptbahnhof den ICE 820 aus Köln zur Weiterfahrt nach München Hauptbahnhof. Ihre Fahrt führt Sie bis Ingolstadt Hauptbahnhof. Lassen Sie bitte die Fahrgäste einsteigen. Ihre Abfahrt ist um 7.02 Uhr. Gute Fahrt. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich werde das Ganze jetzt starten. Und wie ihr seht, ist es ordentlich am Schneien. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Türen öffnen. Und Licht einschalten und natürlich auch bei uns das Licht einschalten. Zack. Zack. So. Das sind die Scheibenwischer. So. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr schon den ersten Teil gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ja im letzten Szenario am Ende das Szenario nicht abschließen konnte. Aufgrund von Türöffnungsproblemen. Und ich hoffe, dass sich das diesmal anders verhält, wenn wir in Ingolstadt ankommen. So, wenn wir uns hier mal ein wenig umsehen. Wie ihr seht, wir sind in Nürnberg Hauptbahnhof. So, hier stehen wunderschöne N-Wagen. Immer wieder ein Blick wert, muss man ehrlich sagen. Die werden ja leider auch immer weniger auf dem Schienennetz oder im Schienennetz. Und ja, hier steht leider soweit nichts drauf. Aber mich würde interessieren, welches Schub- oder Zuglok doch wohl sich daran befindet. Ist es eine 218? Sehe ich das richtig? Nein, es ist eine... Ja, wunderschön. Ja, sag mal, es ist eine V200-017. Ja, wunderschön, oder? Wunderschön. Traumhaft. So eine schöne Lok. Deutsche Bundesbahn. Wunderschön. So, da steht der Zug aus Nürnberg, beziehungsweise aus Ingolstadt. Ich würde jetzt noch interessieren, ob das Gleis 4 ist. Nee, das ist Gleis 6. Dann habe ich ihn hier doch nicht abgestellt. Dann müsste das doch... Ja, wir sind Gleis 9, genau. Haben wir den Zugzielanzeiger? Das würde mich doch jetzt interessieren. Na, wo befindet er sich? Das ist von diesem Gleis. Wir haben leider keinen Zugzielanzeiger. Nun denn, so schlimm ist es auch nicht. Meine Güte, ist das dicht am Schneien. So, dann können wir mal hier warten und uns gleich genüsslich die Ausfahrt ansehen. Vorher werde ich noch schnell... Zack. So. Wir fahren über Nürnberg, Kinding und den Audi-Tunnel und sollen um 7.29 Uhr in Ingolstadt sein. Also eine gute halbe Stunde. Da bin ich gespannt, ob wir es diesmal pünktlich schaffen. Und vor allem, ob wir die Türen in Ingolstadt öffnen dürfen. So, Türen sind geschlossen, Bremse ist gelöst, dann Abfahrt.
Natürlich. Ah, vor lauter Laberei habe ich gar nicht den Hauptschalter, den Fahrtrichtungsverändern nach vorne verlegt. Das ist natürlich alles andere als professionell. So, und da steht noch eine wunderschöne 155 oder 151, Entschuldigung. Wunderschön, wunderschön. So, dann werden wir mal Platz nehmen. Werden die AFB einschalten. AFB. Ups, ups, ups. AFB. Schönen guten Morgen und willkommen im ICE. Wir begrüßen die in Nürnberg zugestiegenen Fahrgäste im ICE 827 auf der Fahrt von Köln Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof mit unterwegs seid in Ingolstadt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie mit den Ordnungsnummern 28 und 29 am Ende des Zuges. Die Wagen der zweiten Klasse mit den Ordnungsnummern 21 bis 25 sowie 27 finden Sie zwischen Anfang und Mitte des Zuges. Wenn Sie frühstücken möchten, finden Sie im Wagen 26 unser Bordrestaurant. Dort erhalten Sie eine große Auswahl an Frühstücksangeboten sowie heißen Kaffee und weitere Getränke. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist um 7.29 Uhr der Bahnhof Ingolstadt. Weiterhin bietet die Firma GBE Ihnen heute in der zweiten Klasse einen kleinen Service mit Snacks und Getränken am Platz an. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, vielen Dank, lieber Felix. Wie immer eine sehr schöne, angenehme Ansage, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, dieses Szenario ist der zweite Teil aus dem Extra-Paket kostenlos zu Weihnachten. Kostenlos zu erwerben. Bei dem Anbieter, Add-on-Anbieter, ZugSimFan. Und muss ganz ehrlich sagen, der erste Teil hat mir schon sehr gefallen. Und ich bin mir sicher, das bin ich einfach von Felix gewohnt, dass der zweite Teil auch ebenso schön wird. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Und nochmal vielen, vielen Dank, lieber Felix, für die zwei, ja, man kann schon sagen, Geschenke kurz vor Heiligabend. Ganz, ganz wunderbare Idee.
So, 130. Und dann dürfte gleich, wenn wir 160 erreichen, dann auch gleich die EZB im Moment dann anspringen. Wodurch unser Fahren dann wieder etwas entspannter wird. Also ich sehe mal weiter vorne überhaupt nichts. Ich sehe nur Schnee. Das ist wirklich nicht angenehm. Punktlandung. Wunderbar. Zack. Da ist die angesprochene LZB. So, 200. Wunderbar. So, dann können wir ja langsam mal auf die Geschwindigkeiten kommen. Ach, falsch.
Eieieiei. Da verschwindet er im Schnee. Wahnsinn. Schaut euch das an. Wahnsinn. Schönes Bild. Da kommt uns der Mynix entgegen. Der München-Nürnberg-Express. Wunderschön. Der schnellste Regionalexpress Deutschlands. IC-Steuerwagen und IC-Wagen und davor 101 bzw. auch dahinter. So, 300, auf geht's. Also ein sehr, sehr schönes Szenario. Ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Teile gefallen mir sehr gut. Und das für 0 Euro kann man nicht meckern, muss man wirklich sagen. Wunderschöne Ansagen. Dann der ICE 3, dazu das Wetter. Dann kurz vor Weihnachten. Also besser geht's nicht. Und die Strecke ist auch geil. KI-Verkehr ist dabei. Abwechslungsreich. Also doch ein sehr, sehr schönes Szenario insgesamt, muss man wirklich sagen. So, da passieren wir auch schon Allersberg. Und ich bin ja mal gespannt, ob uns auf diesem Weg noch irgendwelche Stolpersteine in den Weg gelegt werden von Felix. Wer den ersten Teil kennt, weiß, dass wir ja dort mit einigen roten Signalen zu kämpfen hatten, weil uns ein Regionalexpress vor der Nase gefahren ist und zumindest bis Kindig. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet. Auf den kurzen Weg von Nürnberg bis Ingolstadt. Oder ob es diesmal eine störungsfreie Fahrt wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen.
So, warum dürfen wir keine 200, keine 300 fahren? Ich hab doch volle Möhre angeschlagen. Manchmal nicht so ganz zu verstehen, die ganze Technik. Gegenzug. So, irgendwie haben wir gerade ein bisschen Schwierigkeiten, ja, auf 300 km/h zu kommen. Komischerweise. Obwohl wir solo unterwegs sind, hätte ich schon fast gesagt. Also, Einfachtraktion. Aber ich kann es nicht sagen, woran es liegt. So, dann fahren wir auch gleich schon über Kindig. Wunderbar. Dann sind es noch gut 30 Kilometer oder 29 Kilometer bis zum Audi-Tunnel. Bis jetzt ein sehr ereignisloses Szenario. Also es passiert nicht viel. Keine Signalausfälle. Kein liegen gebliebener Zug, keine Notbremsung, keine sonst irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse. Schade eigentlich. Ich mag sowas. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das ist eigentlich immer das, worauf ich sehr abfahre. Aber naja. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Auf der Toilette im Wagen 22 wurde ein Ring gefunden,
Der Besitzer des Rings kann sich im Bordrestaurant melden und den Ring abholen. Ich wiederhole, im Wagen 22 wurde auf der Toilette ein Ring gefunden. Der Besitzer kann sich im Bordrestaurant melden und diesen dort abholen. Vielen Dank. Naja, immerhin Felix sorgt für ein bisschen Abwechslung. Ich hoffe, das ist kein Ehering. Nicht, dass die Ehefrau schon ganz panisch ist. Aber er wurde ja immerhin wieder gefunden, von daher. Ring gut, Ehe gut. Oder wie sagt man das schön? So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen eingebremst hier. So, noch 13 Kilometer bis zum Audi-Tunnel. Das ist doch mal Spitzenfahren. Sicht gleich null. Wahnsinn. Das Ganze aus der Passagiersicht aus. Ach, gut, jetzt ist der Tunnel.
So, 160. Die EZB meldet sich auch schon zu Wort. Sorry, dass ich im Moment ein bisschen ruhig bin von den Kommentaren her, aber es gibt im Moment nicht so viel zu kommentieren hier. Von daher bin ich da etwas ruhiger. Ich bitte das zu entschuldigen. So, und rauf oder rein in den Audi-Tunnel. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Ingolstadt Hauptbahnhof, voraussichtlich am Gleis 3. In Ingolstadt besteht Anschluss an eine Regionalbahn nach München Hauptbahnhof über Rohrbach, Pfaffenhofen, Petershausen. 7.34 Uhr aus Gleis 1. Ein Regionalexpress in Richtung Nürnberg Hauptbahnhof über Ingolstadt, Nordkinding, Allersberg, 8.05 Uhr aus Gleis 6. Regionalzug in Richtung Neufarm über Vorburg, Neustadt, Regensburg, 8.05 Uhr aus Gleis 5. Sowie ein Regionalzug in Richtung Augsburg Hauptbahnhof über Schrobenhausen, Eichach, 8.11 Uhr aus Gleis 1. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Ingolstadt aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Aber natürlich, lieber Felix. So, wollen wir mal ein bisschen die AFB runterschrauben. Ups, 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 ups. Bin ich ja mal gespannt, ob wir noch pünktlich ankommen. Es wird verdammt knapp. Oh oh. Bremst doch. Ja, damit hat sich das dann auch erledigt. Ja, vielen Dank trotzdem fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, habt ein paar besinnliche Tage. So sollten die Szenarien eigentlich nicht enden, aber sie sind nun mal so geendet. Ja, so what? Es gibt Schlimmeres auf der Welt, glaube ich. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.